In der 11. Klasse des Burggymnasiums Friedberg wird heute eine Klimasnackbar durchgeführt. Den Einstieg bietet der Kurzfilm Earthbook. Jugendnah zeigt der Film wichtige Ereignisse der Erdgeschichte und den Einfluss des Menschen auf das Klima. Also schon den gut gemacht, weil Facebook, das hat ja, also das kennt ja jeder. Also auch mit was wir uns vielleicht identifizieren können. Einprägsam veranschaulicht der Film, welche Probleme durch unsere verschwenderische Lebensweise entstehen. Die Konsequenzen sind durchaus bedrohlich. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass da irgendwie stand, so ein Post, die Erde hat Fieber oder sowas. Und so kann das öfters für jüngere Leute gemacht werden. Gemeinsam geht es nun an die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, seine Ursachen und Folgen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Einfluss zusätzlicher Treibhausgase in der Atmosphäre. Und dann kommt aber der sogenannte anthropogene Treibhauseffekt dazu, also das, was wir als Menschen verursachen. Anhand von Grafiken und Schaubildern erarbeitet die Klasse den Zusammenhang von Klimawandel, Landwirtschaft und Ernährung. Im Anschluss der praktische Teil des Tages. Gemeinsam werden sogenannte Klimasnacks zubereitet. Die Jugendlichen sollen ihr Bewusstsein für Lebensmittel schärfen, denn unsere Essgewohnheiten beeinflussen das Klima. Dass es von irgendwoher geflogen werden könnte oder sowas, daran denkt man einfach nicht. Die Zubereitung der verschiedenen Snacks führt zu einer späteren Zielfrage. Wie viele CO2-Emissionen fallen an? Bei der Erzeugung, dem Transport oder der Lagerung der einzelnen Lebensmittel? Das Auge ist mit. Deshalb richten die Jugendlichen alle Snacks als Buffet. Und dann snacken. Nach ersten Kostproben wird die Klimawirkung der Lebensmittel analysiert. Also haben wir hier ein Baguette mit Butter und Wurst. Gemeinsam erarbeitet die Klasse Unterschiede zwischen pflanzlichen und tierischen Produkten. Die Rinder müssen gehalten werden, die müssen gefüttert werden. Genauso im Vergleich dann, wie lange braucht denn oder was braucht denn eine Tomate oder eine Paprika? Die braucht halt Wasser und die wird aber auch noch transportiert. Und wie viel CO2 oder wie viel Treibhausgase werden dann eigentlich auf dem Weg bis zu uns auf dem Teller ausgestoßen? Im Anschluss folgt eine Gruppenarbeitsphase. Spielen Sie zunächst in Ihrer Gruppe das Quiz. Teils spielerisch erarbeiten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Faktoren der Ernährung. Okay, und wenn ihr jetzt vegetarisch Mittag esst, was esst ihr da? Suppe. Ökologischer Pflanzenbau. Es darf nur eine begrenzte Anzahl von Tieren pro Fläche gehalten werden. Tierhaltung. Aber ich finde es halt krass, dass wenn eine Frucht irgendwie, also nach der eigentlichen Saison, wenn man es immer noch essen will, dass es dann so einen krassen Unterschied macht. Also von dem CO2-Ausstoß wegen den Transportwegen. Bei der vierten Arbeitsstation geht es um Lebensmittelabfälle. Wir sollen jetzt gucken, welchen Energiewert weggeworfene Lebensmittel haben. Für die abschließende Präsentation stellen die Jugendlichen ihre Ergebnisse zusammen und entwickeln kreative Tipps für das eigene Handeln. Also wir sollten uns dann selber so fragen, wie viel Fleisch wir so wöchentlich essen und halt auch wie oft wir das essen und was wir halt daran ändern würden, wenn ja, was. Während der Präsentation bleibt genug Zeit zum Diskutieren. Massentierhaltung zum Beispiel, dass vielleicht mal ein Huhn vielleicht mal sich kurz mal umdrehen kann, mehr kann sich nicht mehr richtig bewegen. Genau. Ja, man kann sie nicht früh genug dafür sensibilisieren, dass sie in ihren Alltag das integrieren, was oder sich immer mal wieder erinnern, da war doch mal was, was sie hier kennengelernt haben in der entsprechenden Situation. Weil ich kann nicht von Politik fordern und selber nichts tun. Klimaschutz braucht jeden. Und vor allem junge Menschen. Am Burggymnasium Friedberg macht heute die 11. Klasse eine Klimatour. In verschiedenen Gruppen erkunden die Schülerinnen und Schüler 3 Stunden lang die eigene Stadt. Doch zunächst einmal geht es ums globale Klima. Rekordtrockenheit in den USA und Indien. Die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, interpretiert die aktuellen Dürren in den USA und Indien als klimatische Warnsignale. Was seht ihr denn?
Mit verschiedenen Zeichnungen und Fotos werden in der Einführung gemeinsam die Hintergründe des Klimas und die Auswirkungen des Klimawandels besprochen. Danach stehen den Jugendlichen 5 themenspezifische Gruppen zur Auswahl: Energie, Mobilität, Ernährung, Konsum oder Stadtnatur. Jede Gruppe bekommt ihre eigene Stofftüte mit speziellen Aufträgen und hilfreichen Arbeitsmaterialien. Also das findet ihr dann alles hier drin? Die einzelnen Schülergruppen machen sich nun auf den Weg zu ihrer ausgewählten Station. Eine der 5 Stationen heißt Konsum. Für die Jugendlichen geht es in Richtung Kaufhaus, wo sie mehr über die Herkunft und Transportwege unserer Kleidung erfahren. Auf die Etiketten, wo die Kleidungsstücke herkommen, notieren sie 3 verschiedene Länder. Was glauben Sie, hat unser Konsumverhalten mit dem Klima zu tun? Meine ist aus Bangladesch. Hier, made in China. Made in Tunesien. Die Transportwege der Jeans sind besonders weit. Also auf den Philippinen wird es dann halt verarbeitet zu einer Jeans. Dann Griechenland. Jetzt bekommt die Jeans den letzten Schliff. Sie wird gewaschen, zum Beispiel mit Birnstein. Weiter geht die Klimatour, auch bei der Gruppe Energie. Auf dem Weg zur OVAG Energie AG erhoffen sich die Schüler genauere Informationen zur Energiewende. Also ich weiß zwar, dass es Windkraftwerke und sowas alles gibt, aber wo genau der Strom herkommt, weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich so Naturschützer vom Herz aus, nur ich sehe da wenig Erfolg, so, wenn ich das jetzt versuche alleine. Da muss eine große Organisation, da meiner Meinung nach, muss da die größten Schritte einleiten. Während der Diskussion zur Einsparung von Energie sind die Fragen der Schüler dem Kundenberater Michael Faupel besonders wichtig. Welche Möglichkeiten gibt es noch in der Schule, Energie zu sparen? Ja, Einsparung in der Schule, Heizungsanlage, solarthermische Anlage, Photovoltaik, wobei das ja eben Stromerzeugung ist. Beleuchtung, ein ganz großes Thema, weil da brennt halt nun mal ein ganzes Tageslicht, ne? Dass man da halt effiziente Beleuchtung einsetzt. Klimastation Stadtnatur. Auf den Seewiesen, eine Grünanlage in Friedberg, befragen die Schüler Passanten nach ihrer Meinung. Also nutzen Sie selber so Grünflächen in Ihrer Stadt oder allgemein? Im Sommer schon, ja, mit einem Buch oder so, ja. Und dann mal sich hinsetzen, einen Kaffee sich holen und dann ein bisschen in so einer Parkanlage liegen. Weil wenn man halt so eine große Grünfläche hat, kann man eben trotzdem einen Hund halten und hat dann halt eine Möglichkeit, mit dem spazieren zu gehen ordentlich. Währenddessen bei der Gruppe Mobilität. Zu Gast beim Klimaschutzbeauftragten im Wetteraukreis erfahren die Schülerinnen viel Wissenswertes zur Mobilität und auch zum Energieverbrauch ihrer eigenen Schule. Wir haben eigentlich erfahren bei diesem Vortrag, dass das Burggymnasium sehr viel Energie verbraucht, was daran liegt, dass ja viele Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Daneben reflektieren die Schülerinnen aber auch ihr eigenes Mobilitätsverhalten. Also wenn ich shoppen gehe, fahre ich meistens mit dem Auto, also ich werde gefahren, weil ich dann so viel einkaufe und es nicht mit dem Fahrrad nach Hause bekomme. Thema Ernährung. Im Supermarkt nehmen die Jugendlichen Obst und Gemüse unter die Lupe. Die Produktionsweise, Herkunft, Transport, alles beeinflusst nachhaltig unser Klima. Die sind aus Spanien. Also ich würde dann eher welche kaufen, weil Tomaten gibt es auch aus Deutschland, auch so welche. Da hole ich mir die doch lieber aus Deutschland, zwar ein bisschen teurer, aber dann wenigstens umweltfreundlicher gemacht. Also ich gehe auch mit meiner Mutter einkaufen, da achten wir nicht so wirklich drauf, aber wenn ich mir das so überlege, wie die Tiere gehalten werden, dann tut es mir schon leid. Zum Abschluss präsentieren und diskutieren die Gruppen gemeinsam ihre Ergebnisse. Ja, also wir hatten das Thema Stadt-Natur und da waren wir jetzt hier so auf der Seewiese, ist so ein Park. Und da haben wir uns so ein bisschen hier umgeguckt und auch Passanten angesprochen. Dann hatten wir auch eine Kreativaufgabe. Wir sollten halt die Seewiese ein bisschen umgestalten und auch die Klimaschutzaspekte einbringen. Da hatten wir halt folgende Ideen: einmal mehr Bäume auf der Fläche. Das Material war ganz fantastisch ausgewählt. Die Mitarbeiter der Schule, hochmotiviert, wie sie alle gewesen sind, haben viel erfahren, auch in der Gegend, der sie hier wohnen und sich eigentlich auskennen sollten, aber fragten auch nach vielen Dingen, die sie bisher noch nicht kannten, nicht wahrgenommen hatten. Und das Konzept als solches über die CO2-Einsparung beispielsweise kam hervorragend an.
geworden, weil ich es ziemlich interessant finde. Ich bin Klimatistin und ich habe ein T-Shirt gewonnen. Der Musikbegleiter von Frankfurter Zoo. Die Klimatisten ist ein Projekt vom Hessischen Sozialministerium und von der Verbraucherzentrale Hessen e.V. und möchte 10.000 Bürger und Bürgerinnen in Hessen, vor allen Dingen auch Jugendliche, zu dem Thema Klimaschutz sensibilisieren. Zum Beispiel, dass sie sich bereit erklären, darauf zu achten, dass die mal den Standby-Modus beenden beim PC oder beim Laptop. Wenn du abends zum Beispiel das Handy auflädst und dann merkst, wenn es voll ist, dann merkst du, dann kannst du es rausnehmen. Das spart auf jeden Fall viel Strom. Und ich fand es gut, dass wir das gemacht haben, weil das hat auf jeden Fall geholfen und einigen Leuten die Augen geöffnet. Einkaufen gehe, achte ich darauf, von wo die Lebensmittel herkommen. Und auch wenn ich halt Hosen oder Jeans und so einkaufen gehe, vielleicht achte ich mal auch mal drauf, weil das, ich finde das sehr interessant, was für einen langen Weg die Jeans dann halt hat oder überhaupt die Klamotten. Ja. Und das auch meinen Geschwistern dann auch zeigen, meinen Eltern.